irgendwann für barem immens, dass sich das gar nicht rentiert. Aber physikalisch ist ein Sport und sind in Spiel Nummer 5 2:1 Führung für den Steirer. Generell Kapfenberg, Matchniederlage. Der Partie 5:2 Führung für Pfeffer. Schnell ablegen, darf sich dann nicht zu sehr hineinhängen. Den zweiten nicht mehr. Also für Pfeffer. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn der Japaner dann langsam. Netzberührung. Wiederholung des Service. Dann hebt sich sein Timeout vielleicht doch noch auf. Punktgewinn in diesem Satz. 1:8 aus Sicht des Japaners. Im Diensten von Sparkasse Salzburg, Netzberührung. Und auf diesen Satz haben wir alle ehrlicherweise gewartet. 11:5. Simon Pfeffer frühzeitig in Position zu bringen. Auf jeden Fall von Vorteil. So, Satz Nummer 3. Wiederholt. Satz holen kann, ob er die Wende noch mal herbeiführen kann. Steirers.
Und Satz Nummer 3 jetzt, 11 zu 9. Muss diese Partie gewinnen, um seinem Kollegen Sanchi zu. Aktuell auf Seiten von Simon Pfeffer. Zwei Punkte Vorsprung. Für Pfeffer. Ah, Servicefehler, dass man beim Service den Ball verdeckt. Durch dieses Verdecken hat man mittlerweile verboten. Körpersprache locker, lässig, unbeeindruckt. Noch einmal durchschnaufen, sich wieder aufs eigene Spiel konzentrieren. Und das in einer wahrlich schweren Situation. Denn für ihn gilt es jetzt zunächst einmal eben. Entscheidende. Ruhe bewahren, auch in schweren Situationen. Definitiv größer bei ihm. Verliert er, heißt es 4 zu 1 für Kapfenberg und immer da so dezidiert bei Pfeffer entschuldigt. Aus Sicht von Simon Pfeffer. Vier Chancen, diese Partie auszumachen. Und die erste genutzt. 11-6. Und damit 3 zu 2 Sieg, ja verkürzt auf 2 zu 3. Und meine Prophezeiung macht sich wahr, wir gehen über die volle Distanz. Spiel Nummer 6, Francisco Sanchi gegen